Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es in der ersten Hälfte um die Time-to-Kill-Änderung in Warzone, die wir bald in der Zukunft erwarten können. Und das wird eine relativ große Änderung werden, auf die ich schon ziemlich gespannt bin. Und in der zweiten Hälfte des Videos geht es um die WW2 Vanguard-Integration in Warzone. Und es geht auch noch über die WW2 Vanguard Warzone Map, die wir auch bekommen werden mit dem Release von dem neuen COD 2021. Ziemlich interessante Informationen hier. Also Leute, lehnt euch zurück, liked das Video gerne auch am Ende, falls es euch gefallen hat und abonniert den Kanal auch jetzt sofort am besten, damit ihr auch nichts mehr in Zukunft über Call of Duty verpasst. Momentan ist es ja so in Warzone, dass die MG82 komplett alles wegrasiert in Warzone. Es gibt keine Waffe, die so eine heftige Time-to-Kill hat, so eine hohe Feuerrate, so wenig Rückstoß, und das ist einfach die neue Meta zu 1000% in Warzone. Das wissen auch alle mittlerweile. Aber Raven Software hat auch schon gepostet, dass sie die MG82 nerfen werden. Sie haben geschrieben, dass sie die MG82 irgendwie zu lange in der Pack-a-Punch-Maschine gelassen haben. So als Joke so ein bisschen. Und ja, deswegen kommt jetzt auch bald ein Nerf. Ich denke mal, der Nerf kommt nächste Woche irgendwann raus. Entweder am Anfang der nächste Woche, was ich eher besser finden würde, oder am Donnerstag dann spätestens. Ich denke aber, dass das Update früher Anfang der nächsten Woche rauskommen wird. Und danach wird man die Stauner spielen und die Pharah für Long Range. Das sind die beiden Kandidaten, die da in Frage kommen. Es kommen natürlich auch andere Waffen in Frage, wie die Cold War AK-47 und so weiter und so fort. Aber die Stauner und die Pharah sind da wirklich am besten, weil mit der Cold War AK hast du ein bisschen mehr Rückstoß und so weiter. Und ja, PKM gibt es da noch und wie sie nicht alle heißen. Da kommt aber nochmal ein extra Video dazu, welche Waffen am besten sind nach dem nächsten MG82-Nerf. Und Leute, bevor ich jetzt zur Time-to-Kill komme, wollte ich euch noch unbedingt was sagen. Denn momentan haben wir ja Doppelwaffen-EP und Doppel-EP-Wochenende in Warzone und in Cold War. Und das Geile ist jetzt in Warzone, ist, dass du dein Doppelwaffen-EP-Token aktivieren kannst, obwohl Doppelwaffen-EP-Wochenende ist. Du gehst in Beutegeld rein. In einer Runde Beutegeld habe ich 30 Level einfach gemacht. Ich habe einfach 30 Level in einer Runde Beutegeld gemacht. Also irgendwie scheint es mir so, dass die Doppelwaffen-EP-Token irgendwie nochmal ein bisschen stacken zusätzlich zum Doppelwaffen-EP-Wochenende. Das heißt, du bekommst mehr EP als Doppel-EP. Ich weiß nicht, ob du vierfach EP bekommst, aber in einer Runde Beutegeld, ich habe irgendwie 30 Kills gemacht oder ein bisschen mehr als 30 Kills, habe ich 30 Level gemacht. Also Leute, es lohnt sich, die neuen Waffen in Beutegeld freizuspielen mit dem Doppelwaffen-EP-Token. Leute, sehr, sehr nicer Tipp hier. Und kommen wir jetzt zu den Änderungen bezüglich der Time to Kill. Denn in der Zukunft werden wir ein großes Waffen-Update bekommen, was die Time to Kill angeht. Raven Software hat in den Patch Notes geschrieben, dass sie in der Zukunft ein großes Balance-Update der Waffen vornehmen werden, dass die allgemeine Time to Kill aller Waffen erhöhen wird. Folgendes hat Raven zu dem Balancing-Update in den Patchnotes geschrieben. Ich lese das hier einmal vor, das ist ein 1:1-Zitat, übersetzt auf Deutsch von Raven Software in den Patchnotes zur Season 4. Und zwar haben sie geschrieben, in einem zukünftigen Patch werden wir weitreichende Änderungen an dem Balancing der Waffen vornehmen. Lassen Sie uns einen Moment über die Philosophie hinter dieser Entscheidung sprechen. Auf einer hohen Ebene ist Warzone ein Spiel über Gefechte. Je mehr Zeit wir den mechanischen und strategischen Aspekten der Gefechte widmen, desto höher ist die Skill-Obergrenze und desto länger ist unsere persönliche Reise der Meisterschaft. Wir glauben, dass die Häufigkeit dieser Gefechte und die Art und Weise, wie wir sie bewältigen, stark zum Spielspaß beitragen. Wir wollen mehr Ausbrüche aus unmöglichen Situationen, Momente der Finesse, epische Outplays und Gelegenheiten für exquisite Treffsicherheit ermöglichen. Da einige Waffen weitaus tödlicher sind als andere in ihrer Klasse, halten wir eine Reduzierung der Effektivität dieser Ausreißer für notwendig. Wir erwarten, dass diese Änderung die durchschnittliche Time to Kill um etwa 60 bis 100 Millisekunden erhöhen werden. Diese Änderungen werden nicht nur die Gesamtkapazität für den Ausdruck von Fertigkeiten erhöhen, sondern sollten auch einige Waffen einsatzfähig machen, die bisher noch keine Chance hatten zu glänzen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich finde diese Änderung extrem gut, weil deine Time to Kill zwischen 60 und 100 Millisekunden erhöht wird. Und das bezieht sich auf alle Waffen. Wie sie das genau machen, weiß ich nicht. Ob sie allgemein den Schaden einfach ein bisschen reduzieren und dadurch die Time to Kill erhöhen oder sowas. Ich weiß es nicht. Und schwächere Waffen, die bis jetzt noch nicht genutzt worden sind, die werden wir in Zukunft benutzen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das heißt, wir können sehr viele Waffen spielen. Und ich denke mal, in Season 4 wird es so sein,
sein, dass wir die beste Meta haben werden, die wir bis jetzt in Warzone überhaupt hatten. Das heißt, es wird keine Meta geben. Momentan natürlich mit der MG82, was aber auch ganz cool ist. Zum Start einer neuen Season finde ich es ganz cool, wenn da eine neue Meta da ist und wenn irgendeine Waffe komplett overpowered ist, aber nur für eine Woche oder sowas. Und dann kann die Meta wieder ganz normal sein. Das heißt, dass wir sehr, sehr viele Waffen spielen können. Das wird auf jeden Fall ziemlich wild. Und dadurch, dass die Gesamt-Time-to-Kill erhöht wird, haben wir mehr Möglichkeiten zu entweichen. Wenn jemand uns von hinten anschießt, können wir uns vielleicht noch umdrehen, ihn abschießen oder schnell in Sicherheit gehen oder sowas. Das wird jetzt ein bisschen besser funktionieren und ich zeige euch jetzt einmal die allgemeine Time-to-Kill der Waffen, der besten Waffen momentan, der besten 10 oder sowas oder der 8. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Waffen ich mir hier aufgeschrieben habe, aber ich zeige euch die Time-to-Kill dieser Waffen momentan, um das ungefähr in Relation zu setzen, der Time-to-Kill der Waffen, wie sie jetzt sind und mit der Time-to-Kill, die jetzt noch in der Zukunft hinzugefügt wird von 60 bis 100 Millisekunden. Und zwar beträgt die Time-to-Kill der MG82 524 Millisekunden. Das ist die niedrigste Time-to-Kill natürlich. Die MG82 komplett des Todes overpowered, aber macht wirklich extrem Spaß mit der Waffe zu spielen. Ich bin euch ehrlich. Aber ich freue mich natürlich auch auf Nerf, damit ich auch mal andere Waffen spielen kann. Danach haben wir die Cold War AK-47, die A-Max, die PKM, FFAR, Stoner, Brun, Farah, C58, XM4 und die RPD als Beispiele für eine Time-to-Kill zwischen 600 und 700 Millisekunden. Das sind halt Waffen für Long Range, beziehungsweise auch für Close Range, die XM4 oder Farah beispielsweise. Und diese Waffen sind momentan Top-Tier-Waffen ungefähr in Warzone. Und sie haben eine Time-to-Kill von 600 bis 700 Millisekunden. Da kommt nochmal 60 bis 100 Millisekunden hinzu. Also könnt ihr das jetzt in Relation setzen, wie lange es dauert ungefähr, bis man jemanden killt. Also nicht wirklich viel mehr. Natürlich ist das schon ein merklicher Unterschied. Aber es wird nicht so sein, wo du dir sagen wirst, wow, wie lange hat das gebraucht, bis ich den gekillt habe oder sowas. Das wird nur so ein bisschen sein, das wird man ein bisschen merken, aber es wird nicht zu krass sein. Also Leute, bereitet euch schon mal vor auf die Änderung der Time to Kill. Ich finde das auf jeden Fall wichtig und richtig, weil du damit eine größere Chance hast, auch zurückzuschießen oder irgendwie in Deckung zu gehen, wenn dich jemand anschießt und nicht direkt tot bist, weil das hat mich ein bisschen gestört bis jetzt in Warzone, dass die Time to Kill wirklich so niedrig war und ich finde das jetzt eine gute Änderung mit der Time to Kill von 60 bis 100 Millisekunden, die jetzt dazukommen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut und das war es jetzt mit den Änderungen, die wir bald bekommen werden. Wann wir dieses Update bekommen, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Und ja, wir müssen auf den nächsten Donnerstag gucken. Vielleicht kommt da ein großes nächstes Update. Aber ich glaube eher nicht. Ich kann mir eher übernächste Woche vorstellen. Aber Leute, keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht. Was ich weiß, ist, dass am Donnerstag auch das Groundfall-Event endet. Wenn ihr euch da die Visitenkarten, Embleme und so weiter freischalten wollt, natürlich ist das eher unnötig. Aber wenn ihr das trotzdem machen wollt, weil das irgendwie einen Anreiz hat zu grinden, dann macht das. Nächste Woche Donnerstag endet das Groundfall-Event und mit dem Groundfall-Event kriegt ihr am Ende eine Magnum-Waffen-Blueprint-Variante, die auch eigentlich ziemlich niemanden juckt. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, nächsten Donnerstag ist das Groundfall-Event zu Ende und ich bin gespannt, was wir dann bekommen. Ich hoffe, wir bekommen irgendwas Cooles diesmal wieder direkt zum Start von Season 4. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war es jetzt mit den ganzen Informationen zu der Time to Kill und was wir nächste Woche Donnerstag eventuell erwarten können. Jetzt kommen wir zur WW2 Warzone Map und zwar gibt es Orte, die geleakt worden sind von einem Leaker Nanikos. Der Link ist in der Beschreibung und er hat diese Orte gepostet, aber er hat noch einen anderen Dataminer Credit gegeben, der das Ganze herausgefunden hat und das ist Glitchy. Der Typ heißt Glitchy, cooler Name auf jeden Fall und er hat folgende Orte nach dem Season 4 Update in den Daten gefunden. Das sind einmal Resort, Capital, Radio Station, Subpen, Farms, Airfield, Lagoon, Beachhead, Caldera, Mines, Village, Airstrip, Docks und Arsenal. Einige Orte hören sich bereits vertraut an, wie Airfield beispielsweise aus World at War und der Ort Subpen bestätigt auch das WW2 Setting, weil ein Subban für U-Boot-Bunker steht. Und das ist ein Bunker zum Schutz von U-Booten vor Luftangriffen und wurde während des Zweiten Weltkriegs verwendet. Weder Sledgehammer Games noch Activision haben sich zur neuen Warzone-Map geäußert. Das Einzige, was wir bis jetzt haben, sind Berichte von VGC und diesem Leaker hier. VGC hat in deren Bericht geschrieben, dass Sledgehammer Games mit WW2 Vanguard viel besser auf die Integration in Warzone vorbereitet ist, als Treyarch es mit Cold War war. Die neue Map soll wohl auch im WW2-Setting spielen
und im Pazifik sein. Die neue Warzone-Map soll auch zusammen mit WW2 Vanguard zum Release rauskommen. Ich würde sagen, dass man diesen Leak hier trotzdem kritisch sehen soll, weil auch angenommen worden ist, dass die Uralgebirgs-Map anstelle von Verdansk 84 kommen sollte. Und das ist nicht passiert. Verdansk 84 ist gekommen. WW2 Vanguard wird voraussichtlich auch in den nächsten Monaten irgendwann revealed. Und zwar wird WW2 Vanguard in Warzone revealed mit einem Live-Event. Und das Live-Event wird wahrscheinlich irgendetwas mit dem Zug zu tun haben. So sieht es momentan in der Liga-Szene aus. Ich weiß es natürlich nicht zu 100%. Das auch kritisch sehen, aber diese Information haben wir bis jetzt. Ich freue mich auf den Reveal mit dem Live-Event in Warzone. Wird, glaube ich, ziemlich wild werden. Ich habe Bock. Leute, haltet die Ohren steif. Es gibt bald mehr Informationen dazu. Liked gerne das Video auch, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal jetzt sofort, damit du in Zukunft auch nichts mehr rund um Call of Duty verpasst. Ich bin jeden Tag live um 17 Uhr, beziehungsweise fast jeden Tag um 17 Uhr. Link ist in der Beschreibung. Leute, es war mir eine Ehre. Genießt euren Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise im Livestream. Haut rein und ciao.